Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin im Auto und war auch bereits schon bei meiner Ärztin gewesen. Ich war heute Morgen einfach viel zu müde. Ich schlafe seit Tagen nicht so gut, unruhig, kurz, also immer sehr wenig. Und ich finde keine richtige Position. Also ich darf ja nur links auf der linken Seite schlafen, aber irgendwie bin ich ein Mensch, der sich sehr viel bewegt. Nachts, ja, immer wieder dreht, und da ich das jetzt nicht kann, bin ich dann halt immer wach und versuche mich dann doch ein bisschen so, nicht so toll, aber gut, es ist ja auch nicht mehr so lange. Meine Haare, ja, ich wollte gerade hier meine Haare zumachen, ich lege die Kamera mal eben hier ab. Die macht sich selbstständig. So, also jetzt bin ich wach, beziehungsweise eben. Ich war noch bei Action einkaufen und spätestens an der Kasse wurde ich dann hellwach, als ich bezahlen sollte. Jetzt muss ich lachen. Spätestens dann wurde ich wirklich wach, ja. Da drehe ich euch auch noch einen Haul, aber das darf der Carlos nachher aus dem Auto räumen, die Tüten, und dann mache ich das in Ruhe. Wir haben ja heute Freitag, das Video kommt morgen und das Action-Video entweder dann übermorgen oder auch morgen. Ich muss gucken, wie ich das dann schaffe. Genau, also soweit war alles gut. Ich wollte euch ja eigentlich mitteilen, wie viel ich zugenommen habe. Es wurde gar nicht kontrolliert. Das machen wir alles am Montag, sagte sie. Den Montag soll ich wiederkommen. Ich habe, wie gesagt, das Gefühl, ich bin nur noch da. Das ist mein zweites Zuhause. Also ich liege mehr auf diesem CTG-Liege als wie in meinem Bett so ungefähr. Also wirklich, das, ja, naja, es muss ja sein, ne? Und immer diese halbe Stunde, immer so 35 Minuten. Ja, okay. Auf jeden Fall, ich habe eine Überweisung bekommen fürs Krankenhaus. Und deswegen geht es jetzt für mich ins Krankenhaus. Nicht jetzt, sondern ich habe da angerufen. Und Montag gehe ich noch zu meiner Ärztin und am Dienstag direkt ins Krankenhaus. Und ich hoffe so sehr, dass sie mein Kind nicht am Dienstag rausholen. Ich möchte keinen Kaiserschnitt. Ihr kennt meine Meinung dazu. Also wenn es sein muss, klar, ne? Aber wenn ich das irgendwie umgehen kann, dann bitte. Ich möchte keinen Kaiserschnitt haben. Der Nabelbruch, also warum der Kaiserschnitt? Viele, weil die meisten wissen das ja, ne? Wegen dem Nabelbruch, der wird dann am Dienstag vom Arzt untersucht. Ganz genau, und der wird dann entscheiden, wie schlimm das denn jetzt ist. Ich, also kurz zu mir, ich fühle mich gut. Es juckt manchmal an dieser Stelle, aber ich glaube, das liegt wirklich nur an der Haut, weil die Haut so angespannt ist, ja, so gedehnt ist, dass die Haut da ziemlich trocken und dünn ist und diese einfach verdammt juckt. Aber eine Beule ist jetzt eben nicht mehr zu sehen, und das ist halt der Grund, so warum sie gesagt hat, okay, jetzt musst du ins Krankenhaus. Jetzt muss es auf jeden Fall ganz genau geprüft werden, weil sie das nicht mehr abtasten konnte. Sie konnte das auch nicht mehr richtig sehen. Und ein bisschen blau ist es am Bauchnabel, aber ganz leicht. Also ob das wirklich jetzt daran liegt. Naja, wir wissen es nicht, ne? Deswegen schickt sie mich ja. Ja, ich habe mir so sehr eine Wassergeburt gewünscht, eine Hausgeburt, und irgendwie ist das wieder auf der Kippe. Und vor, keine Ahnung, 2 Wochen, 3 Wochen, da hieß es doch, es ist alles gut. Man könnte es wagen. Und jetzt plötzlich dreht sich alles wieder, ne? Naja, ich will mir ja nichts ausmalen. Ich weiß ja noch nicht, wie es weitergeht. Es wäre nur schon ein Schock für mich, wenn es am Dienstag dann heißt, so, jetzt holen wir das Kind, ne? Nee, ich bin nicht vorbereitet. Nein, nein. Ja, auf jeden Fall, hier steht es dann auch nochmal. Jetzt hat sie hier geschrieben,
einmal Notkaiserschnitt und zweimal spontane Geburt. Und jetzt steht hier Nabelbruch, 35. Schwangerschaftswoche, was ja eigentlich gar nicht stimmt. Das war ja viel früher, ne? Wie ihr auch gemerkt habt. Was war, wann habt ihr das mitbekommen? Oder ich? 28., 29. Schwangerschaftswoche, wenn nicht sogar früher. Also es war nicht die 35. Woche. Auf keinen Fall. Das war ja gerade vor 2, 3 Wochen. Nee, das ist schon viel, viel länger her. Naja, auf jeden Fall muss das dann am Dienstag mit. Ich nehme euch am Montag mit. Dann teile ich euch am Montag mit, wie viel ich zugenommen habe. Könnte ich natürlich auch zu Hause prüfen. Aber ich hatte euch ja gesagt, ich möchte das nicht so gerne. Und am Dienstag nehme ich euch auch mit. Ins Krankenhaus, genau. Ich weiß noch gar nicht. Also ich habe die Adresse, aber ich kenne mich da nicht aus. Ist außerhalb von Köln und mal gucken, wie es wird, wie es mir da gefallen wird und ob ich da gut dann aufgehoben bin. Ich weiß nicht. Also das mit Corona momentan ist mir alles zu viel. Ja, wir können es ja nicht ändern, ne? Genau. Jetzt muss ich Pipi ganz dringend. Ich filme ja gerne hier. ja, ich nehme euch kurz mit rein, denn ich wollte euch noch was zum Hypnobirthing-Kurs erzählen, den ich gemacht habe. Den habe ich jetzt beendet, also den habe ich jetzt fertig gemacht. Und da kommen natürlich ganz viele Gedanken, sind gerade in meinem Kopf. Und wollte euch nur kurz dazu noch was erzählen. Ja, ich nehme euch jetzt rein, ich muss ganz dringend Pipi. Ja, ich bin drin, ich habe mir eine heiße Schokolade gemacht. Wo setze ich die jetzt ab? Genau, also das mit auch immer ständig auf Toilette gehen ist auch ganz mies. Also ich habe das Gefühl, ich muss so alle 10 Minuten und dann sitzt du da und es kommen nur ein paar Tropfen, wo du dir dann denkst, also ne, was ist los? Also das ist so unangenehm, vor allem wenn man dann unterwegs ist, wie jetzt gerade eben. Ich habe das Gefühl, ich muss ständig. Ja, das Kind, das bewegt sich auch nicht mehr so viel, sogar sehr, sehr wenig. Manchmal wirklich 2 Stunden, wo nichts passiert, wo ich dann auch schon wirklich Panik bekomme. Ihr wisst, wie ich bin. Und das liegt wohl daran, dass ja der Bauch, die Fruchthöhle, die ist jetzt komplett ausgefüllt, ja. Und da ist halt kein Platz mehr, ne? Und aber nachts bewegt es sich ganz viel. Also man kann es nicht so ganz verstehen. Okay, die sieht schon aus. Meine Güte. Die so in die Tasche reingelegt, in den Turnbeutel. Genau, zum Kurs. Ja, ich kam ja dann raus von der Ärztin wieder ins Auto und dann wollte ich eigentlich schon gefilmt haben und dann dachte ich mir, okay, komm, beruhig dich erstmal. Man ist danach immer, also ich auf jeden Fall bin erstmal so emotional und muss erstmal dann ein bisschen runterkommen. Also bin ich ja erstmal nach Hause gefahren und habe das dann ja erst eben angefangen im Auto das Video zu drehen. So. Und ja, dann kamen mir halt ganz viele Gedanken von wegen, jetzt saßt du tagelang, stundenlang an diesem Online-Kurs, hast dir das alles angehört, hast die Übungen alle geübt und auch Carlos und ich haben, also auch Carlos ist vorbereitet auf die Geburt, wie er mich in der Geburt, unter der Geburt unterstützen kann, ja, mit Massage und sowas. Also wir sind beide richtig vorbereitet wie noch nie und ich glaube, darum freuen wir uns noch oder ich mich noch mehr auf diese Wassergeburt. Wenn keine Wassergeburt, dann wenigstens eine normale, natürliche Geburt dennoch, wo ich dann das auch alles anwenden kann eben. Und jetzt stelle ich mir halt die Frage, war das wirklich alles umsonst? Also ich glaube, wenn ich jetzt diese Kursleiterin fragen würde, die würde sagen, nein, nichts ist umsonst. Aber in dem Moment fühle ich das so, als wenn das jetzt gerade wirklich alles umsonst gewesen ist. Diese ganzen Stunden, diese ganzen Übungen, weil wenn es ein Kaiserschnitt wird, wofür habe ich das alles gemacht? Ich werde ja nicht unter Narkose Atemübungen machen. Ne? Also diese Übungen, die ich gelernt habe, die werde ich ja nicht anwenden. Das ist ja alles Quatsch, dann brauche ich das ja auch alles nicht. Und
Das ist auch so eine Sache, macht mich schon irgendwo traurig, ja, weil ich habe mich wirklich sehr gut darauf vorbereitet und würde halt gerne die Sachen, die wir jetzt oder die ich jetzt gelernt habe, gerne auch umsetzen, ne? Also anwenden. Und ja, das ist jetzt alles nur so eine Frage und naja, wie gesagt, wir wollen uns ja jetzt nichts ausmalen, wir wissen nichts, wir müssen warten. Aber ja, der Facharzt hat halt schon gesagt, ne, man soll sich halt schon auf einen Kaiserschnitt drauf einstellen. Und am Dienstag, wenn ich dann losfahre, beziehungsweise Carlos wahrscheinlich dann auch mit, ich weiß es nicht, auf jeden Fall nehme ich die Kliniktasche ja mit. Ja. Habe den Carlos nur eben eine Nachricht geschrieben, also der weiß auch noch nicht viel mehr. Das muss man dann alles besprechen. Und Dienstag weiß ich mehr. Das Video kommt immer am Folgetag. Seitdem, klar, es kommt zum Kaiserschnitt und ich kann nicht Video bearbeiten und sowas. Entweder macht der Carlos das dann, aber das muss dann ja auch nicht sein. Ich glaube, das ist dann erstmal für uns alle zu viel. Deswegen nur kurz jetzt und hier, falls mal ein Tag ausfällt oder vielleicht sogar zwei oder drei, dann könnt ihr davon ausgehen, okay, das Kind ist auf dem Weg oder ist schon da, wie auch immer, aber ich melde mich dann, ne, wenn der richtige Zeitpunkt dann eben wieder da ist. Nur mal so nebenbei, damit ihr das so wisst. Ja, genau. Ja, nur kurz dazu. Ich wollte euch halt wieder mal ein bisschen informieren, wie ich der Stand der Dinge sind. Und sollte es wieder Veränderungen geben, dann melde ich mich natürlich auch wieder. Genauso wie ich das auch bei Instagram eben mache. Ne? Da geht es natürlich ein bisschen schneller. Man kann eben mal das Smartphone nehmen und mal eben eine Nachricht drüber schicken. Und so per YouTube ist das doch ein bisschen anders, seitdem man geht live. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich auch mal live komme wieder, sollte ich im Krankenhaus bleiben. Das wäre dann auch natürlich eine Option. Da sollte ich drüber nachdenken auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, ich war bei Action. Einkäufe sind noch im Auto. Da ist aber jetzt nichts, was irgendwie raus muss. Nee, da in der Garage ist es sowieso kühl. Und wenn der Carlos nachher kommt, mache ich für euch das Action Hall und ich freue mich. Ja, ich habe tolle Sachen gefunden, waren auch ein paar Sachen im Wochenangebot, die ich dann auch gekauft habe. Und wie gesagt, als ich dann an der Kasse stand, ich war ja total müde, aber spätestens zu dem Zeitpunkt, dann wurde ich wach. Ich habe die Zahl gesehen, die Zahlen und sollte bezahlen und dachte nur, ich war in meinem Kauf. Rausch, ja, in einem Kaufrausch. So, ihr Lieben, ich trinke jetzt noch meine heiße Schokolade. Wollte dann noch ein bisschen häkeln, bevor ich die Kinder hole und noch kochen. Und ja, würde das Video gerne jetzt hier beenden. Und wir sehen uns dann morgen in einem neuen Video. Tschüss, ihr Lieben.